Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Zellen. Beide quasi fast neu und unbenutzt, aber beide leider defekt. Und zwar ist das einmal eine Kattel mit 302 Amperestunden und hier haben wir eine Eve LF280K, also schon eine von den neuen Zellen. Die hat leider einen Schaden, die ist nämlich mal ganz böse auf ihre Kontakte gefallen, weshalb die kaputt ist. Und hier ist, deswegen steckt die auch hier in der Tüte drin, denn da ist tatsächlich schon etwas Elektrolyt ausgelaufen. Diese Zelle ist theoretisch komplett in Ordnung, aber hier ist leider ein Kontakt abgerissen zur Hälfte, also von diesen aufgeschweißten Muttern. Da war jemand zu kräftig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, warum jetzt dieses Video? Ja, ich möchte euch fragen, wollt ihr, dass ich diese Zellen teste? Und vor allen Dingen, also das wollt ihr mit ziemlicher Sicherheit, da bin ich mir schon, da brauche ich nicht lange überlegen. Aber was soll ich denn testen mit diesen Zellen? Also wir können diese Zellen zerstören, wir können die aufmachen, wir können Kurzschluss machen, wir können die überladen, wir können die in den Tiefkühler legen, was auch immer. Also ich habe schon einige Ideen, was man machen könnte. Ihr habt aber bestimmt noch viel mehr Ideen. Deswegen möchte ich gerne mal wissen, was euch interessiert. Was soll ich mit diesen Zellen machen, damit ihr... Ja, womit soll ich diese Zellen quälen? Wir können die zerstören, wie gesagt, ist kein Problem. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch besonders interessiert. Und ich werde dann versuchen, dass wir diese Sachen dann alle testen können. Und ich werde jetzt am Video für Solarspeicher oder Hausspeicher oder Heimspeicher, wie auch immer ihr das nennen wollt, weiterarbeiten. Also freut euch drauf, das wird definitiv das nächste Video werden. Hoffe ich. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch die Tests mitbekommt, wenn ich die gemacht habe. Und natürlich, wenn euch das Video interessiert zum Heimspeicher, ist ein Abo natürlich auch sehr hilfreich. Dann werdet ihr auch informiert, vor allen Dingen in dem Moment, wo ihr auch die Glocke anmacht. Also bis gleich.